Hallo, Teil 4 von Resident Evil 2. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wir hatten das Problem, dass wir eine Vielzahl an Items einsammeln wollten und das typische Resident Evil 2-Problem hatten. Wir hatten nämlich keine Slots mehr frei. Ja. Was wir jetzt gemacht haben, Simon hat mal die Zwischenzeit genutzt und hat schon mal das Inventar einmal leer geräumt, damit wir euch nicht damit langweilen, ist dann wieder zur gleichen Stelle, an der wir eigentlich waren, damit wir jetzt wieder was einsammeln können. Ich erinnere mich, wir mussten noch diverse Shotgun-Munition einsammeln, einen neuen Schlüssel. Und wir müssen die roten Diamanten loswerden. Das stimmt, und da kriegen wir wahrscheinlich auch wieder was für. Ja. Ist ja ein ständiges, ein Geben und Tauschgeschäft. nehmen. Ja, Das ist so wie im hier, ich echten gebe dir zwei Leben. Diamanten, du gibst mir einen Revolver. Ja, okay, komm, bleiben wir auch klar. Aber wir haben auch noch Räume vergessen, wo auch noch was war, was wir auch nicht Das mitnehmen stimmt. konnten. Aber da gehen wir nachher Ich hin. überlege gerade, wo noch die ganze Schrotflintenmunition lag. Die müssen wir unbedingt noch holen. Die ist nämlich sehr Okay, wertvoll. machen wir. Ist sehr wertvoll. Auf jeden Fall, gerade wenn die Licker, die mit der Ja. Zunge und dem Gehirn außen, die halten mehr aus, als man denkt, wenn man das Gehirn außen trägt. Das Es ist stimmt, doch ja, ziemlich das, die heftig. sind sehr robust dafür. Ganz kurz, erinnert mich gerade an was. Und zwar konnte man, wenn du alle Spiele durch hattest, ja, von Resident Evil 2, dann gab es Hank. Hank Ja. ist ein Söldner von Umbrella, der den G-Virus, da kommen wir später zu, wo der herkommt, quasi zu einem Helikopter bringen muss. Genau. Und wenn du Hank durchgespielt hast, gab es noch einen großen weißen Tofu-Block, Ja, den du stimmt. gespielt hast. Und mit dem konntest du, der hatte nur ein Messer und hatte auch keine Energie, glaube ich. Also der wurde rot langsam, wenn er am Sterben war. Und mit dem Messer musstest du dich quasi dann so erwehren. Und das war einer der Räume, der in diesem Minispiel mit drin ist. Ah. Und es ist so schwer. Hier konntest du dich hier in die Ecke stellen noch und konntest dann die ganze Zeit mit dem Messer, ja, so tschak, Das tschak, ist aber auch tschak. wirklich fies. Ey, fieser geht's nicht mehr. Wer das geschafft hat, ich habe nie jemanden gesehen, der das mit dem Tofu-Block geschafft hat. Mit Lustig, wie Hank sie auf die ja, Idee aber. kamen, da so einen Tofu-Block einzubauen. Ja, da habe ich zum ersten Mal erfahren, was Tofu ist. Ich wusste nicht, was Tofu ist. Durch Resident Evil habe ich erfahren, dass Tofu ein gesundes, schlabberiges Ding ist, was sie in asiatischen Nudelsuppen gerne reinmachen. So. Ist gerade, weißt du, und genau wegen dem Text da unten will ich das nicht mit Gregor spielen. Wegen so, weil man hat die Sprüche schon im Ja, das Ohr, stimmt. weißt du? Nein, der Gregor, haben wir gerade drüber geredet, als wir noch nicht liefen. Der Gregor und der Trant, die werden auch noch mal als Gäste hier vorbeikommen. Aber ich bin froh über dich, Fabian, so, du hast so Oh. ein ruhiges, du bist das komplette Gegenstück zu meinem hektischen Wesen. Das komplette Gegenstück auch zu Trant mit seiner emotionalen Art. Das ist wahr. Da öffnet sich die Brust. Was kommt da raus? Okay, Schlüssel oder noch ein Es sieht aus wie ein Schlüssel, aber es Okay. macht eigentlich keinen Sinn, weil ja Wir noch haben so einer viele. daneben liegt. Wir haben echt viele, gell? Ah, es ist der King Ach. Plug. Also wir haben den Bischof und den König. Aber was für Plugs das sind. Ich meine, Plugs sind doch eigentlich hier Stecker, Sicherungen oder Stecker, ja, gell? Stecker im Wesentlichen eigentlich. Ich kenne das nur aus anderen Kontexten. Also ich finde, es sieht aus wie eine Sicherung von unten. Wie eine Zündkerze. Ja, Ja, gut, das Zündkerze ist ist ja, natürlich. Spark Plug ist eine Zündkerze zum Es Beispiel. sieht auch aus wie eine Zündkerze, Ja. nur oben ist halt noch ein König drauf. Ja, es wird irgendwas sein, wo man einen Mechanismus dann damit auslöst, auf jeden Fall. Glaubst du echt? Nee. Doch, ich glaube schon. So, raus. Habe ich den Schlüssel schon? Ja, den habe Lag nicht vorne hier noch Schrotflintmunition in der Ecke? Auch noch. Das war jetzt mehr Zufall, oder? Ja, das war Zufall. Ich glaube, hier links am Boden war noch Munition, wenn ich mich an unsere letzte Session erinnere. Ich denke auch, dass hier Ja, irgendwo noch ist da was auch liegt. gewesen. Da. Ja. Guck mal, wie leicht man die Ja. übersehen kann. Einfach mal so dumm blind in der Hinter Gegend dem rumgeklickt. Hintergrund, ja? Das ist ganz schön assi. Und ich weiß jetzt wieder, wo die andere Schrotflintmunition war. Wir müssen in diesen einen Raum, wo die ganzen Polizisten waren, und da haben wir den Safe aufgemacht und da lag auch noch Schrotflintmunition Stimmt, drin. und dann noch den Gang weiter, wo die drei, vier Leute kamen, wo wir abgehauen sind, weil wir keine Muni mehr hatten. Ja. Da wollten wir auch hin. Hier, oder? Vielleicht, wir sollten vielleicht auch mal wieder abspeichern bei Gelegenheit, weil Beim nächsten Mal. man vertut sich da immer so, weil wir immer dann nach den Teilen aufhören und denken so, ja, ist jetzt alles safe. Aber wenn wir jetzt tot gehen würden, würden wir einfach mal, glaube ich, zwei Teile zurückfallen. Da hast du, glaube ich, recht, gell? Ach. Bei der nächsten, wir kommen ja gleich wieder in der Haupthalle an. Und da ist ja eine. Kann man ja speichern. Und ich glaube, ich habe sogar. Ja, Ja. siehst du, habe ich sogar einen dabei. Auch wieder ein Fehler eigentlich. Den hätte ich in einer mitnehmen Hast sollen. du den Spade Key eigentlich immer noch auch? Ja, oder?
Wir haben jetzt zwei Schlüssel mittlerweile dabei. Ja, zwei, ja. Aber es ist gut, gibt nichts Geileres, als mit zwei Schlüsseln durch Resident Evil zu laufen, weil man weiß, man braucht sie so schnell. Guck mal, ob hier oben ist da auch eine Tür gewesen, ob die nicht jetzt damit aufgeht. Alles gleich, nachdem wir hier... Okay, du hast vollkommen recht. Und, da ist sogar noch was hier. Weißt du noch was? Scheiße, wir können es nicht nehmen! Doch, klar. Okay, weil es ist ineinander. Okay, sehr gut. Ich meinte, das können wir nehmen, aber was jetzt da noch liegt, hätten wir jetzt nicht nehmen können. Ach, da war... Oh, stimmt, das habe ich längst vergessen gehabt. Da hatten wir noch ein Kraut liegen lassen. Da Kraut. Als ob ich Kraut liegen lassen würde. So. So, jetzt... Wie geht's denn hier raus? Geh mal hier hoch und guck mal, ob die andere Tür hier aufgeht. Wie? Ja. Nee. Herz. Was war der zweite Schlüssel, den wir jetzt gefunden haben? Diamant? Oder hast du ihn noch gar nicht untersucht? Precinct. Diamond. Ja, da weiß ich sogar schon, welche Tür. Genau, und hier sind wir doch eben schon mal raus. Da stehen jetzt ganz viele Zombies, wo du dann eben die Rückkehr, den Rückzug angetreten hast, weil wir keine Munition hatten. Und jetzt mache ich das Gegenteil. Ich warte, bis möglichst viele da sind. Und dann schieße ich euch schön die Köpfe runter, Jungs. Achtung! Macht euch bereit. Nie wieder Fernsehen in 3, 2, 1. Scheiße, hat nicht hingehauen. Okay. Muss man die Schrotflinte dann vielleicht so leicht nach oben ziehen? Ah, da habe ich dem schön die Hälfte rausgeschossen. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, man muss oben zielen. Ich bin mir dann oft nicht sicher, was sinnvoll ist. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich den beide erwischen? Ich glaube, es wird wahrscheinlich... Wenn ich nach unten schieße, schwierig. Könnte ich den einen erwischen und ihm noch die Beine wegschießen. Ja, oder? Probier mal. BPJM? Jetzt soll ich schießen. Gut, sehr gut gemacht. Das gibt's doch nicht. Immer noch einer. Hast du das Messer jetzt einfach mitgenommen? Nee, oder? Warte. Nee. Den lasse ich. Ja. Den lasse ich in seinem Leid. Wollen wir erstmal gucken, was da oben noch bei der Tür dann ist? Kann ich übrigens an der Stelle mal eine Geschichte erzählen? Ich hoffe, gerne. Budi wird mich dafür nicht hauen, aber Budi hat eine super Idee für ein Spiel. Eine super Idee für ein Spiel. Und zwar, also es sind mehrere Spiele, die du mit zwei Mäusen spielst. Mhm. Boom, hä? Explodiert dir schon der Schädel so geil? Okay. Jetzt stell dir vor, und dann gibt's noch sowas wie einen Zombie-Crawler, wo du dich so. Ah, okay. Bist ein Zombie, muss, glaub ich, gleich mal reagieren. Mit dem Oberteil. In Zombie-Crawlern hat man sehr viel Zeit. Und verstehst du, du hast die gebrochenen Beine, aber die Zombies haben quasi keinen Unterkörper und dann musst du über den Boden robben mit den beiden Mäusen und die sind hinter dir immer. Der Budi hat so gute Ideen, leider macht er nie was draus. Ah. Scheißen Dreck. Kombinieren. Ich weiß, es hilft mir nicht, aber. Na gut, okay. Das hebe ich mir auf. Ja. Entschuldigung, hattest du... Ich war am Überlegen, ob man nicht mal guckt, was in dem anderen, hinter der anderen Tür oben noch ist. Vielleicht sollten wir mal auf die Karte schauen. Ich dachte, ich kann Schlüssel endlich mal benutzen. Ich gucke gleich mal auf die Karte. Erst, was ich mache. Krass, immer wieder neue Abschnitte. Da. Wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind da. Das heißt, oben die... Guck mal, ob du jetzt... Heißt es jetzt, wir haben den Schlüssel oder wir haben den nicht, dass sie da jetzt rosa blinkt? Doch, das ist der Diamond Key. Ich weiß auch noch, welche Räume das da oben sind. Ich sag's dir aber nicht. Weißt du es auch noch? Nee, aber soll ich abspeichern? Also ich will jetzt keinen Zwischengegner oder so. Das schaffst du, glaube ich, so. Okay. Hammer. Sah optisch eigentlich viel zu hoch aus, wie du jetzt gezielt hast, aber wäre lustig, wenn du jetzt selber so ins Kinn geschossen hättest. So ungefähr so sah das nämlich echt aus. Oh oh. Bleiben Sie doch einfach hier. Es gibt hier nichts zu sehen. Oh, da muss man auch bis zur letzten Sekunde warten. Das ist ganz schön. Mhm. Das kann das Spiel. Wir jetzt hängen sie an der Ecke fest. Sobald ich loslaufe und gucke, laufe ich in sie rein. Nee, das Bild ist nicht eingefroren. Das bin ich. Ich bin eingefroren. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ah, okay. Alter. Aber sehr gut aufgepasst in der Regie. So, damit mir keiner sagen kann, dass ich frauenfeindlich bin. Schießt sie einfach beide in den Kopf. Gleichberechtigtes Kopfschießen bei mir. Vielleicht musst du mal nachladen. Einen habe ich sicher noch, oder? Ja.
Was hier auch so Graffiti? Red rum. Ede. Siehst du? Nee, red rum. Red rum. Ja, stimmt. Aber den Rest kann man da nicht lesen. Sie haben das Easter Egg irgendwie nicht richtig. Ja, vor allen Dingen, was das auch total komisch ist, dass wenn du jetzt hier stehst, ist das Brett völlig gerade an der Wand. Wenn du jetzt aber die Kamera umschaltest, sind die einfach total schief an die Wand genagelt. Da ist kein Schild, was auch nur annähernd so da hängt. Und links ist das R nach rechts. Und da hinten ist aber nochmal R. Und das ist aber nach links. Ja, vor allen Dingen, es sind auch zwei Schilder. Eins ist lila beschriftet und eins rot. Und wenn man jetzt die Kamera umschaltet, beide rot. Ist es einfach überhaupt nicht so. Ja, da haben zwei unterschiedliche Abteilungen in zwei Ländern haben das gerendert. So. Da war eine Tür auch, hast du gesehen, oder? Ja, hab ich gesehen. Mann, jetzt kann ich den schon wieder nicht nehmen, hier den roten. Das ist doch scheiße. Weißt du, man kommt in so eine Area und schon muss man erstmal wieder... Eigentlich wieder zu einer Kiste. Vielleicht gibt's ja hier jetzt eine. Das wäre jetzt geil. Ich glaube aber nicht. Richtig gut. Ah, die Verhörseele. Da kommt gleich was. Mm. Ich weiß sogar was. Ein kleiner Schlüssel, müssen wir uns auch merken. Na gut, komm. Kurz mal checken. Okay. Ey, aber es macht schon immer noch echt viel Spaß, muss ich sagen. Guess, also es fühlt sich dafür, dass es halt noch geil. Von 98 ist, es gibt nicht mehr viele Spiele so aus der PlayStation 1-Zeit von damals, die man jetzt so richtig geil spielen könnte. Endlich habe ich mal was benutzt. Ja, ich habe es befürchtet. Nichts kann man hier tragen. Da hinten liegt noch was wir nicht einsammeln können. Ach so. Ja, okay. Das, Psst. Spoiler doch nichts für unsere lieben Zuschauerchen. Die sind doch viel zu jung, um das zu wissen, wie das damals war. So, den grünen mache ich jetzt auch erstmal, ja? Erstmal den grünen weg. Ich muss hier gleich nochmal hin. Ich sehe schon. Das ja, wir müssen einmal komplett das Inventar wieder leer machen. Oh. Was? Moment mal. Aber der war doch gerade grün. Das hat doch gerade geleuchtet, nicht? Grün blinkend ist also nicht öffnend, sondern das heißt ja eigentlich. Ich glaube, dass die Farben sind diese Köpfe von den Schlüsseln, weil der eine ist ja auch so, siehst du? Also der Klappkey fehlt uns noch. Und rot. Ja, der Klappkey fehlt. Aber der rechts geht, oder was? Der Raum? Ich glaube, rot heißt wahrscheinlich, ist der, entweder ist es noch ein Schlüssel oder das heißt, die ist so abgeschlossen, musst du von der anderen Seite öffnen. Ja, aber dann wird's doch. Warum nennen sie. Ja, okay. Ja, ist ein bisschen komisch gemacht. Also gehen wir jetzt erstmal zu den eigentlich müssen wir mal irgendwo, wir gehen mal irgendwo hin und... Ach so, dass wir die Schlüssel loswerden, das wäre auch eine gute Idee. Ich würde die gerne mal loswerden, ja, ich habe jetzt zwei Schlüssel. Und wir können ja auch nichts mehr tragen, ich brauche auf jeden Fall irgendwie mal Platz. Hier müssen wir später nochmal hin, müssen wir uns unbedingt merken. Ja, klar, da müssen wir noch alles, kannst du da... Alles rumliegt, ey. Das war nichts zum Einsammeln, das war keine Karte oder so. Dieses komische grüne Brett, da kann man nichts machen, oder? Das ist nur hier die Nachtschicht. Okay, da haben wir noch einen Gaut liegen lassen eben. Ja. Der war aber. Nee, kein Platz. Oh Gott, hier? Wolltest du jetzt da oben noch durch? Ich wollte quasi zu den neuen Räumen. Alles gleich. Ah ja, jetzt sind wir wieder in der Haupthalle. Das ist ganz gut. Von hier aus können wir mal relativ schnell irgendwo hinkommen, wo eine Kiste steht. Okay. Speicher gleich mal. Ich glaube, unten links in dem kleinen Raum ist ein Raum, der eine Kiste hat. Und dann gehen wir direkt weiter zu der türkisen Tür. Welchen kleinen Raum meinst du den? Jetzt, wo ich bin gerade. Nee, du bist ja da, wo der grüne Pfeil ist. Ja. Ach so, ja, aber ich glaube, da unten ist eine Kiste, wenn du zu einer Kiste willst, unten links in dem Raum. Aber wir können doch erstmal hier abspeichern gehen jetzt. Aber du hast recht mit der Kiste. Erstmal Kiste abspeichern und dann. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir gleich speichern. Ich will immer so den perfekten Spielstand haben. Ja, ich will immer diesen, wo man nicht noch alles einsammeln muss, wo man schon ready ist. Aber das würde ja implizieren, dass wir immer sterben zwischendurch. Das werden wir ja nicht. Nicht, gell? Da war das. Wollte ich schon den Computer benutzen? Nee, ist natürlich. Nee, ist auch von 98, das ging da noch nicht. So.
Nee, falsche Tür. Ich gucke mal auf die Uhr. Zeit haben wir noch. Zeit. Ja, massig Zeit. Hälfte noch, oder? Hälfte des Videos? Ja. So, jetzt wird's aber echt auch mal Zeit dafür. Diese ganzen Dinger lasse ich jetzt erstmal hier. Das bringt nichts. Genau, wir wissen ja noch gar nicht, wo wir die überhaupt für brauchen. Und die blöde Knarre lasse ich auch mal hier und den hier lasse ich auch mal hier und das war's. Nee, das Kraut noch. Das lasse ich auch da. Kraut und ich, ja. Hast du auch immer dann irgendwann deine Kiste aufgeräumt? Klar, ich habe auch immer so gemacht, dass das erste Item musste genau unter diesem Trennstrich anfangen, der markiert hat, wo die Kiste anfängt, damit du nicht später alles so kreuz und quer verstreut hast und alles zusammensuchen musst. So. Das war auch nach verschiedenen Kategorien sortiert, nach verschiedenen Kräuterfarben und Munitionsarten. Genau, so habe ich es auch gemacht. So ein Quatsch. Zimmer nicht aufräumen, aber dann irgendwie die Kiste im Spiel. Da brauchen wir die Drähte, die wir nicht einsammeln konnten eben. Das stimmt. Hier, der Raum ist es. Der Raum, oder? Ja. Cool. Ja! Können ihn wegwerfen. Das ist so ein schönes Gefühl. Du wirfst ihn jetzt weg. Soll ich nicht weg? Nein, wir brauchen ihn nicht mehr, Alter. Ja, von mir aus tu ihn in die Kiste jetzt. Nein, er ist weggeworfen. Wenn du oh, jetzt ist er weg. So. Okay. Hm. Später vielleicht. Do you still have the spade key? Why don't you have it? A copy machine. Ja, Zombies. C4. Detonator, Infrared Scope, okay, das haben sie also alles wohl irgendwo weggesperrt, wenn ich es richtig gelesen habe. So. Ja, schieben wir gleich. Nein, ich will nicht laufen. Genau, da müssen wir was. Ach ja, ich sehe schon, was da oben liegt. Ah, der gute alte Crank. Mhm. Ja. Gibt's ja auch zwei Verfilmungen mit Jason Statham zu diesem Crank. Ja, einmal eckig und einmal rund. This time it's rund. So, dann geh schön hoch. Geil. Moment, der gehört jetzt zum Glockenturm. Ich glaube, ja. Oh Mann, da kommen gleich noch Sachen, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, wird das noch geil. Weil da ist eine Tür, oder? Oder ist das ein geschlossener Raum? Okay, sorry. Hätte sein können, doch, ja, weil du hast ja auch die... Nochmal die Regale vielleicht nochmal checken, ob da nicht auch noch was drin ist? Ja. Das habe ich immer gehasst. Das ist schon die gleiche Meldung 27 Mal. Dann sollen sie gar keine geben. Ja. Dann lieber gar keine Meldung, als man muss es ja absuchen. Ja, da war vieles war da noch nicht so ganz durchdacht. Okay. Sollen wir mal auf der Karte gucken, ob man vielleicht auch den mit dem anderen Schlüssel da vielleicht gleich noch die Tür aufmacht, die wir noch müssen? Dass sie auch eigentlich weg ist. Das ist ja, kommen wir ja von hier aus hin, dann müssen wir jetzt nach rechts. Ja, machen wir schnell. Cool. Haben wir den auch weg, geil. Ich habe schon fast das Gefühl, als ob wir den Rätseln einen Schritt voraus sind schon. Ja, also weil wir irgendwie schon so viel gesammelt haben jetzt. Ja, wir haben sehr früh den Schlüssel jetzt schon gehabt, den mit dem rosa Ding, weil eigentlich ist es so, du kommst erst zu diesem Verhörzimmer hin und kannst nur auf der anderen Spiegelseite sehen und kannst eigentlich in den Raum vorne noch gar nicht rein. Wir haben da irgendwie das vielleicht in einer improvisierten Reihenfolge gespielt. Ich finde es gut. Wir haben schön durchgekämpft. Und wir haben auch schon den Crank, wir haben auch schon den anderen Crank, also dieses Drehrad. Wir haben ein bisschen Munition jetzt gerade. So, wo war es jetzt? Da, genau. Cool, können wir ihn auch wegwerfen. Jetzt sind wir auch konsequent und werfen den auch weg. Gut, aber auch nur, weil wir den ersten weggeworfen haben. Den dritten behalten wir vielleicht. Es gibt ja auch diese geile Geschichte, wo du in so einem Schacht bist, wo nur eine Leiter ist. Und die fragen dich, hier ist eine Leiter, willst du sie hochgehen? Ja, genau. Nö. Ich bleib einfach die nächste Stunde hier. Komm, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich schießen? Erst die drei, ja, klar. Oh, Alter, Hammer. Das war mal geil. Ja, du hast mit zwei Schuss jetzt vier erledigt, das war sehr gut. Soll ich euch den Kopf abschießen? Mach ich. Drei Leute, der nächste, vier Leute, ein Schuss. Hm? Beim Video Award. Gewalttätigstes Video. So. Ach, schön. Da ist ein Schloss gebroken. Kann deswegen nicht aufgemackt werden. Da ist aber, da schlurft er noch rum. Uiuiui, schnell. Na, guck, das... Oh. Wie lustig, ist er denn auseinandergefallen? Scheiße. Ja, aber genau deswegen, soll ich jetzt eine Munition oder soll ich jetzt, weißt du, ja, was mache ich? Warum hast du denn eigentlich, ach so.
Was ist mit der Tür da? Moment. Vielleicht stirbt er in der Zwischenzeit, wenn wir rausgehen jetzt. Wie gelangweilt wir auch drauf rumgehen. Wir verarschen den voll. Mhm. Ah! Oh, Alter. So ein Schweiß. Jetzt komm, Alter. Das ist jetzt aber lächerlich. Fall endlich um. Der ist tot. Vom Wegschubsen? Nee, ich glaube vom ersten Schuss dann. Ich hab doch gar nicht schießen können. Du hast doch dann geschossen, als er am Boden lag. Jetzt muss es hier aber auch was geben. Hast du jetzt gar keine Munition mehr? Doch, oder? Ah, das ist der Film. Den Film. Nur Items, die man irgendwie benutzen kann. Jetzt, wo ich mal wirklich was bräuchte, nö, da schieße ich jetzt aber nicht. Da latsche ich jetzt. Komm, Kopf ab. Matsch. Stell dir mal vor, der hätte ich jetzt umgebracht. Ja, er zieht einem schon Energie ab, so ist es nicht, ey. Scheiße. Ja, wir haben genug zum Heilen noch. Ja, ich will trotzdem nicht. Okay. Du warst aber nie so fetischmäßig drauf, dass du das auch nur so mit dem Messer durchgespielt hast oder ohne dich zu heilen ohne zu speichern. Hank, und ich habe auch den Tofu mal probiert, das war echt. Hank war schon schwierig, weil der hat zwar Waffen, aber es sind so viele Zombies. Mhm. Und du musst auch in der Geschwindigkeit noch quasi in einer gewissen Zeit hinkommen und so. Das ist ein Shortcut jetzt wieder, genau. Also soll ich da durchgehen jetzt? Ja, da kommen wir in irgendeinen bekannten Raum, wo wir schon mal waren. Lass mich kurz nochmal überlegen. Wir haben den Film, der ist in der Nähe zu entwickeln. Mhm. Und der Glockenturm ist ziemlich weit oben. Also gehen wir erstmal zurück und dann lassen den Film in der Dunkelkammer entwickeln, oder? Sollen wir nicht erstmal, ist die Dunkelkammer nicht das da unten mit diesem Bogen unten links in der Ecke? Nee, oder? Nee. Ist es ein Stockwerk oben noch? Ich weiß es nicht. Nee, das ist... Da unter der Treppe oben rechts. So, ich weiß, wo es ist. Ja, ich weiß, wo es ist. Sollen wir nicht erstmal zurückgehen und uns das Kiste vielleicht mal was zum Heilen holen? Alles richtig. Alles korrekt. Aber es ist wirklich, da ist jetzt kein einziger Gegner. Okay. Wir laufen da schnell hin, machen schnell den Film, kriegen dann wahrscheinlich auch wieder irgendein Rätsel gelöst. Und dann haben wir das. Vielleicht ist es wie in Maniac Mansion, dass er das gar nicht entwickeln kann. Kann nur die Frau. Ja, das wäre lustig. Wer war das bei Maniac Mansion? Michael, oder? Das weiß ich nicht mehr genau. Aber das war schon geil, wie unglaublich fortschrittlich das damals war. Ja. Also mit den verschiedenen Lösungswegen und sowas, super. Was gibt's heute ja noch nicht mal, richtig. Ja, also so, dass es wirklich ernsthaft mal konsequent durchgezogen wird. Ja, dann developer doch den Film hier. Ah, der Arm. Sehr mysteriös. Ja, der ist leider völlig sinnlos, merke ich gerade. Der ist einfach nur ein Gimmick. So, hier haben wir noch alles. Was ist mit der Kiste? Mancher. So, packen wir den jetzt rein. Das Ding. Jawohl, waschen. Könnten wir nochmal nachladen jetzt, ja. Okay. Aber ich. Eigentlich. Willst du nicht mehr das Inventar aufräumen? Das regt mich jetzt schon auf. Nein. Schön unordentlich. Nur für dich. Ich mache das alles, wenn wir nachher fertig sind, lade ich das Spiel nochmal und sortiere alles nur neu. Ich verschwende dafür dann noch einen Ingrid, um neu abzuspeichern. Den nehme ich auch mal mit. Man weiß ja nie. Du brauchst aber mehr als ein grünes Kraut. Nee, ich finde ja gleich noch welche. Wir haben ja noch welche auf dem Weg. So, jetzt muss ich kurz. Das nehme ich schon mal. Scheiße. Ja. Toll, gar nichts gebracht. Kurz gucken. Da muss ich den kleinen Schlüssel benutzen wahrscheinlich auch. Könnte es sein? Ja, auch hier genau. Small Key. Wollen wir da hin? Ja, würde ich sagen. Da sind Medipacks, da sind Waffen, da ist Zeug zum Einsammeln. Warum nicht? So. Wo muss ich denn nochmal hin? Ja, ich könnte jetzt hoch. Scheiße, ich habe eine bessere Idee. Wir gehen da später hin, hier in die rechte Area gehen wir gleich. Wir nehmen einen kleinen Umweg. Weil wir noch zum Glockenturm mit dem Crank gehen, habe ich das dabei. Ja. Und dann ist der nämlich auch weg. Stimmt. Obwohl, den brauchen wir bestimmt noch öfter. Willst du spielen? Oder so? Ich mach nochmal, Für die letzten paar Minuten. Ich habe mich ein bisschen festgezerrt. Das ist nicht schlimm. An dem Controller. Man gewöhnt sich aber auch schnell wieder ans Spielprinzip und an die Steuerung. Ist das der richtige Weg hier, oder? Ja. Was war denn nochmal hier? Das war abgeschlossen von der anderen Seite, genau. Ah, genau. Hattest du jetzt schon ein Kraut genommen? Ja, aber du kriegst gleich noch ein rotes und grünes.
Ich hoffe nicht, dass in dem Glockenturm irgendwas Schlimmes passiert. Ja, haben wir abgespeichert? Wir haben ja erst gespeichert eben. Haben wir? Das frage ich mich nämlich auch gerade. Haben wir nicht. Nee. Wir wollten es auf jeden Fall. Haben wir den scheiß Fall. Ingribbon noch? Ja, scheiße. Ach komm, hä? Ja, gucken wir einfach mal. Der Raum hier, der hier war schon hinfällig jetzt, oder? Da muss ich nicht mehr rein. Ja, nee, genau. Aber bevor du irgendwo hier reingehst, lass doch nochmal kurz Map nochmal überlegen, wo wir jetzt hingehen wollen. Wir wollten ja... Wir wollten zu dem Glockenturm. Glockenturm. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Doch, genau, du bist richtig hier. Immer der Strecke folgen. Ach ja, du hast recht. Genau, da hinten war nix. Das war jetzt hier. Das hatten wir eben schon ausgeräumt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was hier im Glockenturm ist. Ich weiß es auch nicht mehr. Wirklich gar nicht. Ich muss hier, glaube ich, über die Treppe. Ja, hast recht. Immer nach oben. Nach oben. Wahrscheinlich ist da so ein Helikopter, der einen sofort retten kann. Dann ist das Spiel vorbei und wir haben das früher nie gemerkt. Man könnte ja auch, jetzt, wenn man die richtigen Leute dabei hat, den einen Helikopter einfach reparieren. Fertig. Aber wo war denn die Tür? Achso, hier, da ist. Nee. Doch. Doch, 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 sei doch nicht so ungeduldig. Ey, und dann hatte man immer die Items und wusste irgendwann nicht mehr weiter und ist einmal das ganze Haus abgelaufen. Das war das Allerschlimmste. Und hat es überall versucht, bis man dann irgendwo, ja, irgendeinen dreckigen Crank gefunden hat und plötzlich war alles so easy. Das Quietschen ist lustig. Ah, okay. Im Zweifel kommt immer eine Leiter irgendwo her. Und was genau bringt es nochmal jetzt? Na, da oben noch was. Ja, ja, aber ich kann mich echt überhaupt nicht mehr daran erinnern. Jetzt gerade bin ich auch... Wahrscheinlich ist es der Weg zum ersten Endboss, dem ich jetzt mit 15 Pistolenschuss entgegenrede. Ich habe eine Idee, aber ich glaube... Nee, ist falsch. Ach, scheiße, aber haben wir das Drehrad wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Nee, es läuft nicht. Das stimmt. Aber gut zu wissen, wir brauchen also ein Drehrädchen. Ah ja. Ja gut, das war dann umsonst, dass wir jetzt hierher gelatscht sind, aber das ist ja nicht so schlimm. Man muss ja auch wissen, wo man die Items quasi einsetzen muss. Und der Crank, den haben wir immer noch, oder? Den haben wir immer noch. Na gut, ist ja wohl noch wichtig. Ne, haben wir nicht mehr. Dann ist er unwichtig. Cool. Jetzt, mal schön jetzt könnten wir wieder ein bisschen Items einsammeln gehen. Wir haben doch irgendwo auch einen kleinen Schlüssel vorhin liegen lassen. Ja, alles in dieser Ecke, wo wir jetzt gerade wahrscheinlich gleich hingehen. Und ich dachte halt dann, dass wir jetzt so den langen Umweg machen. So geht es ja gar nicht weiter, oder? Also wir könnten noch drumherum gehen. Irgendwie. Ich dachte, das wäre ein geschlossenes Areal da draußen, aber ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ist ein Stockwerk runter und dann kann man sogar mit der Feuerleiter... Nee, du hast recht. Wie wir uns schon auskennen, ne? Wie in unserer Westen-Polizeitasche. Ich würde aber fast sagen, ich sag jetzt nicht den ganzen Weg zu den Items, den machen wir im nächsten Teil. Oh, du gönnst den Leuten die Ruhezeit nicht. Wie die Ruhezeit? Ja, diese Langeweile, diese gepflegte Langeweile, wenn man von A nach B läuft. Ja, aber das ist auch langweilig. Wenn wir jetzt aufhören, dann ist es gut, dann steigen wir in der nächsten Folge gleich mit was Langweiligem ein. Meine Damen und Herren, dieser Mann hat PR und Marketing studiert. Man merkt es sofort. Das ist nicht wahr. Er ist ein Profi. Aufrechterhalten von Feuer. Dann sag mir noch mal kurz, ich kann mich immer so schlecht orientieren. Ich gehe jetzt noch halb auf den Weg dahin. Also einfach, gehen wir jetzt rechts raus über die... Nee, wir gehen schon wieder daraus, wo wir jetzt hergekommen sind, oder? Nee, das ist ein sehr langer Weg. Wir machen den jetzt und dann könnt ihr euch freuen, dass irgendwelche Deppen das für euch schon gemacht haben. Das stimmt. Dann geht's weiter. Kommt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Teil 4.